Lichtinstallationen von Philippe Parrino. Glasaquarelle von Fabrice Ibert. Perlenskulpturen von Jean-Michel Ottoniel. Diese Glaskunstwerke haben eines gemeinsam. Ihn. Ich habe die Ausbildung mit 15 begonnen. Mache also seit 30 Jahren Glaskugeln. Wie wurde dieser Glasbläser ein wichtiger Teil zeitgenössischer Kunst und modernen Designs? Im Kunstquartier Plateforme 10 im Mudac in Lausanne sind Werke aus der bedeutendsten Sammlung zeitgenössischer Glaskunst in Europa zu sehen. Viele der 700 Ausstellungsstücke, die die Geschichte dieser Kunst von 1950 bis heute illustrieren, wurden in der Werkstatt von Matteo Gonnet hergestellt. Um das Geheimnis ihrer Entstehung zu lüften, muss man nach Münchenstein bei Basel. In dieser ehemaligen Aluminiumfabrik lässt der Glasbläser seinen Stock kreisen und modelliert das heiße Material von Hand, nur durch Zeitungspapier geschützt. Uralte Gesten, endlos wiederholt. Die Technik des mundgeblasenen Glases ist etwa 2000 Jahre alt. Die größte Herausforderung dabei ist es, eine Glasmasse auf hohe Temperaturen zu erhitzen. Die Arbeitstemperatur liegt bei etwa 1160 Grad. Das ist heiß, ich brauche Handschuhe. Glas ist ein zerbrechliches und gefährliches Material. Es erfordert Kraft und Konzentration. Man spricht nicht umsonst von Feuerkunst. Diese Arbeit ist sehr intensiv, sehr körperlich. Vielleicht vergleichbar mit Sport, sogar Hochleistungssport. Mein Adrenalinspiegel ist hoch und ich brauche volle Konzentration. Ich muss oft zwischen 30 Minuten und anderthalb Stunden am Stück arbeiten. Denn bei mundgeblasenem Glas darf der Arbeitsprozess nicht unterbrochen werden. Um den wachsenden Aufträgen von Architekten, Designern und Künstlern nachzukommen, gründet er vor 20 Jahren sein Atelier Glassworks. Dort beschäftigt er ein Dutzend Mitarbeiter aus ganz Europa. Denn es braucht Arme, Atem und Know-how, um so manchen außergewöhnlichen Auftrag zu erfüllen. Wie bei der Restaurierung des Bosquet du Théâtre d'Eau im Schloss von Versailles im Jahr 2015. Ein monumentales Werk von Jean-Michel Ottoniel, an dem die Werkstatt ein Jahr gearbeitet hat. Wir haben etwa 2000 mit Blattgold vergoldete Glasperlen hergestellt. Es war eine echte Herausforderung, so viel Glas herzustellen. Die Perlen sind massiv und daher sehr schwer. Und das Blattgold wird von Hand aufgetragen. Matteo Gonnet steht in der Tradition der venezianischen Glasmeister, die Hand in Hand mit großen Künstlern arbeiteten. Ende der 50er will in Murano, dem Epizentrum venezianischer Glasherstellung, der Meister Egidio Constantini beweisen, dass man Glas auch zu künstlerischen Zwecken verwenden kann. Die amerikanische Mäzenin und Sammlerin Peggy Guggenheim macht ihn mit berühmten Künstlern wie Pablo Picasso und Jean Cocteau bekannt. Cocteau nannte eine seiner Serien dann auch Fucina degli Angeli, Engelsschmiede. Außergewöhnliche Stücke, die neben Matteos Werken im Mudac zu sehen sind. Denn der Kunsthandwerker entwirft auch eigene Kreationen, wie diesen Kronleuchter aus 24 Kugeln oder diese riesige Träne aus 20 Kilogramm Glas. Um ein Stück dieser Größe herzustellen, müssen wir eine große Glasmasse in möglichst kurzer Zeit formen. Dafür braucht es mehrere Personen. Jeder hat seine Rolle. Es ist wie ein Tanz, den wir zu dritt aufführen. Man ist ständig in Bewegung und arbeitet gegen die Schwerkraft oder mit ihr, um das Material zu verlängern oder in Form zu halten. Manchmal müssen wir das Glas drehen, um die Form zu verlängern. Glas ist zerbrechlich und kann schnell kaputt gehen. Okay, nehmt es hoch. Doch auch das macht den Charme dieses Berufs aus. Was mir an dem Beruf besonders gefällt,
Die Vorstellung, dass durch eine kleine Geste oder Unachtsamkeit die Arbeit von Wochen zerbrechen kann, ich finde das wunderbar.